In den vergangenen Jahren war das Konzept des Dschihad im Islam immer wieder Gegenstand sehr kontroverser Diskussionen und Betrachtungen. Dschihad heißt wörtlich, sich um etwas bemühen, nach etwas streben. Er dient ausschließlich der Selbstverteidigung, wohingegen Aggression verboten ist. Im Islam gibt es drei Arten von Dschihad. Die erste Stufe des Dschihad ist das Dschihad Sirir, der kleine Dschihad. Der Islam erlaubt die Verteidigung der Glaubensfreiheit und die Verteidigung von Leib und Leben. 12 Jahre lang hielt der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segnungen Allahs seien auf ihm, der grausamen Verfolgung durch die götzendienerischen Mekkaner stand. Als diese schließlich mit einem übermächtigen Heer gegen die wenigen Muslime ausrückten, um diese zu vernichten, erhielt der heilige Prophet, Friede und Segnung Allahs seien auf ihm, von Gott die Erlaubnis zum kleinen Dschihad. Dazu sagt Gott im heiligen Koran: Erlaubnis, sich zu verteidigen, ist denen gegeben, die bekämpft werden, weil ihnen Unrecht geschah. Jenen, die schuldlos aus ihren Häusern vertrieben wurden, nur weil sie sprachen: Unser Herr ist Allah. Und würde Allah nicht die einen Menschen durch die anderen im Zaum halten, so wären gewiss Klöster und Kirchen und Synagogen und Moscheen niedergerissen worden, worin der Name Allahs oft genannt wird. Die zweite Stufe vom Dschihad ist das Dschihad Kabir, der mittlere Dschihad. Dies ist der Wettstreit zur friedvollen Verbreitung der Wahrheit durch Wort und Schrift, von dem Allah im Heiligen Koran sagt: Rufe auf zum Wege deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und streite mit ihnen auf die beste Art. Die Muslime sollen also in Weisheit und schöner Ermahnung diskutieren. Dies geschieht heutzutage im interreligiösen Dialog, der die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Kulturen und Religionen unterstreicht, ohne die Friedensbotschaft des Islams zu vernachlässigen. Der wichtigste Dschihad aber ist der Dschihad Akbar, der große Dschihad. Er besteht aus dem unablässigen Bemühen des Menschen um das richtige Gehen auf dem geraden Weg. Das heißt, dem Kampf gegen Egoismus und schlechte Neigungen und falsche Begierden. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segnungen Allahs seien auf ihm, verdeutlichte dies einmal, als er mit einigen Gefährten von einer Kampfhandlung nach Medina zurückkehrend sagte: Wir kommen aus dem kleinen Dschihad und ziehen in den großen Dschihad. Er sagte auch einmal: Der beste Dschihad ist ein wahres Wort gegen einen Tyrannen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die grausamen und niederträchtigen Morde von selbsternannten Glaubenskriegern durch die Unschuldige ums Leben kommen, nicht mit den friedlichen Lehren des Islams vereinbar sind. Und dass auch die mehr, mit der hierzulande den Menschen Angst eingejagt wird, der Islam gebietet die Vernichtung aller Ungläubigen, keine Grundlage im heiligen Koran oder im vorbildlichen Leben des heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segnungen Allahs seien auf ihm, findet. Der Begründer der Ahmadiyya Muslim Jamaat, der verheißene Messias, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Friede sei auf ihm, hatte bereits vor mehr als 100 Jahren deutlich erklärt, dass den Lehren des heiligen Korans und den Lehren des heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segnungen Allahs seien auf ihm, zufolge der Gebrauch von Gewalt in Glaubensdingen absolut verboten ist. Und dass es sein Ziel sei, die religiös motivierten Kriege der Muslime zu beenden. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen, liebe Zuschauer, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu einer weiteren Folge von Islam aktuell hier aus dem Bürgerkanal in Offenbach. Bekämpfe deinen Feind, lautet das Thema heute, das islamische Konzept von Dschihad, verehrte Zuschauer. Dschihad, ein Wort, was in aller Munde ist in der heutigen Zeit, gerade in den Medien. Aber wie wird der Begriff überhaupt verstanden und vor allen Dingen von den Muslimen praktiziert? Das ist für viele nicht ganz eindeutig. Und deshalb wollen wir versuchen heute, liebe Zuschauer, diesem Wort Dschihad, diesem islamischen Konzept von dem Dschihad, richtig einzuordnen und zu verstehen, was eigentlich hinter diesem Begriff steht. Sie, liebe Zuschauer, können über die ganze Sendung hinweg live mit uns dabei sein. Die Telefonnummer sehen Sie unten eingeblendet. 069 80 80 4. 069 80 80 4. Rufen Sie an, stellen Sie Ihre Frage zu dem Thema oder zum Islam hier live im Studio. Oder, liebe Zuschauer, Sie verfolgen uns im Internet und schreiben uns dort eine E-Mail unter islamaktuell@mta-tv.de. Ich wiederhole: islamaktuell@mta-tv.de. Oder Sie folgen uns auf Twitter, @islamaktuell ist hierfür die Kontaktadresse.
Ja, das Thema von Dschihad, das islamische Konzept von Dschihad, wollen wir heute diskutieren, liebe Zuschauer, und habe deshalb zwei sehr kompetente Gäste mal wieder hier im Studio und darf ganz herzlich willkommen heißen. Zum einen Herrn Imam Abdul Basit Tariq. Er ist Imam der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Deutschland. Herr Tariq, herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Dankeschön. Und zum zweiten darf ich begrüßen Herrn Tariq Zafar. Er ist auch Imam der Ahmadiyya Muslim Jamaat und Lehrer an dem Theologischen Institut Jamia hier in Riedstadt. Herr Zafar, auch für Sie ein herzlich willkommen bei uns im Studio. Liebe Zuschauer, der Begriff Dschihad hat einiges in sich und für viele ist es ganz klar der Heilige Krieg. Aber was eigentlich Dschihad ist, Herr Tariq, das würde ich Sie bitten, den Zuschauern erstmal anfangs zu erklären, was bedeutet eigentlich Dschihad und woher stammt dieser Begriff? Ja, Dschihad ist abgeleitet von dieser arabischen Wort Jahada. Mhm. Das heißt, sie streben, sich anstrengen, hart arbeiten, etwas Gutes zu erreichen. Mhm. Und das hat mit dem Krieg überhaupt nichts zu tun. Wenn ich zum Beispiel, kann ich sagen, wenn ich finde, dass in meiner Gegend gibt es sehr viele Menschen, die Analphabeten sind. Und ich mache sehr hart Arbeit, dass sie diese Analphabeten Menschen lesen und schreiben beizubringen. Das ist mein Dschihad. Oder wenn ich kämpfe gegen meine eigene Ego oder eigene Begierde zum Beispiel, das ist auch ein Dschihad. Dschihad heißt etwas kämpfen, etwas, aber nicht kämpfen mit Kanonen und Schwert und mit Waffengewalt, sondern etwas hart arbeiten, sich Mühe geben, anstrengen, etwas Gutes zu erreichen in sich, in meiner eigenen Person. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat als er von einem Krieg zurückkam, unterwegs hat er zu seinem Gefährten gesagt: "Rajana min al-Jihad al-Akbar ila al-Jihad al-Asghar." Ja, "Rajana min al-Jihad al-Asghar ila al-Jihad al-Akbar." Das bedeutet, dieser Krieg, was wir gemacht haben, das dauert für ein paar Tage. Und jetzt ist vorbei. Und das hat nicht so große Bedeutung. Aber jetzt kehren wir zurück in unserem Alltag, wo wir von morgen bis abend sich sehr viel Mühe geben, unsere eigene Seele zu reinigen. Und deswegen der Heilige Koran hat gesagt: "Qad aflaha man zakkaha." Der Mensch hat erfolgreich diejenigen, der Mensch ist nur dann erfolgreich, wenn er seine Seele von Sünden reinigt. Und das ist ganz, ganz schwierig, gegen seine eigene Begierden zu kämpfen. So, das ist der beste Dschihad, was der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat, als Dschihad Akbar genannt. Großartiger Dschihad. Das erstmal müssen wir unsere eigene Habgier, Ego, Arroganz und auch Missgunst, alle diese Sünde, die Allah uns verboten hat, unsere Seele, unsere Gedanken zu reinigen. Das ist der Dschihad, großartiger Dschihad. Aber es gibt andere Arten von Dschihad. Aber das ist ja. Ja, Herr Tariq, da würde ich Sie direkt nämlich bei der Antwort nehmen, Herr Zafar. Herr Tariq hat gesagt, dass der heilige Prophet Muhammad gesagt hat, wir kehren vom kleinen Dschihad zum großen Dschihad zurück. Gibt es da verschiedene Formen? Herr Tariq hat bereits angedeutet, es gibt den kleinen, den großen. Vielleicht können Sie es ein bisschen herauskristallisieren für die Zuschauer. Gibt es denn für Formen von Dschihad? Es ist vollkommen richtig, wie Sie gerade auch erwähnt haben, dass der Prophet Sassam sagte, dass wir nun nach dieser Schlacht von diesem kleinen Dschihad zum größten Dschihad jetzt wieder zurückkehren. Mhm. Und wie Sie gerade erfahren haben, auch von der Bedeutung, dass das Dschihad da heißt, sich um etwas bemühen, anstrengen. In der Tat ist es so, dass man für sehr hohe Ziele die äußerste Anstrengung, die dafür notwendig ist, dass man diese darbringt. Mhm. Und diese Ziele sind auch nobel. Und auch solche Ziele, die man nicht nur für sich selbst, auch in der Gemeinschaft auch allgemein sehr fördernd ist und auch sehr gut angesehen sind. Mhm. Somit sind alle Unternehmungen in dieser Richtung auch Dschihad beschrieben. Im Heiligen Koran sind dann explizit auch gewisse Formen von Dschihad beschrieben worden. Mhm. Und dieses mit Heiliger Krieg oder Ähnliches in Verbindung zu setzen, ist vollkommen, das hat im Islam überhaupt gar keine Grundlage. Mhm. Sondern ganz zu Beginn wurde der Prophet Mohammed gefordert, Dschihad zu machen, als er in Mekka gewesen ist. Und wir wissen, dass er 13 Jahre lang in Mekka gewesen ist. Und während dieser Zeit hat er niemals ein Schwert erhoben, sondern er hat seine Anhänger immer wieder darauf angewiesen, dass ich in der Mau Mirtu bil Affe,
mir ist geboten worden, Nachsicht auszuüben und überhaupt kein Schwert oder auch nicht zur Verteidigung irgendwas zu erheben. Dort, wo war ein Dschihad gegeben worden, den Muslimen, das war dieser große Dschihad. Dieser große Dschihad, welcher in diesen Kategorien ist, in erster Linie auch der Dschihad der Suche Allahs. Im Heiligen Koran heißt es, Jahidu fillahi haqqa jihadihi. Ihr soll Dschihad machen in eurem Bestreben, Gott zu finden, soweit, so wie es sich gebührt, diese Anstrengung, diese Unternehmung zu machen. Und dann heißt es, Wallazina jahadu fina, die Leute, die sich bemühen, den Dschihad machen, in der Suche nach Gott, diese werden wir dann auch zu unseren Wegen führen. Somit ist eigentlich jeder Mensch, der auf der Suche nach Gott ist, der befindet sich in einem Zustand des Dschihads. Das muss dann nicht nur ein Muslim sein, sondern jeder, der auf der Suche nach Gott ist, wird im Koran als ein Mujahid beschrieben, jemand, der Dschihad macht. Daneben, Sie fragten, welche andere Kategorien es auch gibt, dann heißt es auch, dass ihr auf dem Wege Gottes Dschihad machen sollt, bi amwalikum, mit eurem Vermögen. Das heißt, ihr sollt spenden und ihr sollt, wie Imam Sa das gerade erläutert hat, sich von Habgier lösen, lernen zu geben, zu opfern und anderen Menschen Gutes zu tun. All das, was euch gegeben worden ist, für die Sache zu spenden. Dann ist im Heiligen Koran erwähnt worden, Jahidum bihi Dschihadun kabira. Und da ist explizit der Heilige Koran erwähnt worden. Ihr sollt mit den Menschen mit dem Koran Dschihad machen. Nun ist die Frage, was heißt denn das, mit dem Koran Dschihad machen? Natürlich, das, was in einem anderen Vers beschrieben worden ist, ruft auf zu eurem, zu eurem Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung. Das ist der Dschihad gewesen, welcher von ersten Tag an der Heilige Prophet Muhammad Sallallahu auch gemacht hat. Wir werden, Herr Safa, diese einzelnen Arten von Dschihad auch im Einzelnen ansprechen und darüber die Zuschauer auch informieren. Trotzdem, Herr Tarek, ist oftmals, gerade in den Medien, jetzt auch in der letzten Zeit, Dschihad immer mit dem Heiligen Krieg in Verbindung gebracht worden. Und für viele ist das inzwischen schon ganz klar mit dem Islam assoziiert und die verstehen Dschihad gleich Heiliger Krieg. Ist das richtig? Das ist vollkommen falsch. Und weil leider wir Menschen so und wir, wenn wir studieren die Geschichte der Menschheit, es ist immer so, dass die gute Dinge, gute Bedeutung, sind immer missbraucht. Und es gibt immer eine kleine Gruppe in jeder Zeit, die ihre Religionen missbrauchen. Und wir lesen auch die Geschichte von Christentum, von Judentum. Auch die Buddhisten sagen, wir sind gewaltlos. Aber wir haben auch bemerkt, dass die Buddhisten sind nicht so gewaltlos. Also Missbrauch im Namen der Religion, damit kann man seine eigenen Wünsche, eitle Wünsche durchsetzen kann und mit Gewalt etwas erreichen kann. Solche Gruppe gibt es leider in alle Zeiten, in alle Religionen. Also Heiliger Krieg. Ich denke, das Wort Heiliger Krieg ist, also dass diese Kombination ist falsch. Krieg ist nie heilig und Heiligtum hat mit dem Krieg nichts zu tun. Heiligkeit heißt etwas Schönes, also Liebe zu Gott, Liebe zu den Mitmenschen, meine Seele zu reinigen, also etwas meditieren. Das ist Heiligtum und Heiligtum ist eine, würde sagen, das ist ein Gottesreich, wo überall Frieden herrscht. Und Krieg. Natürlich, es gibt Zerstörung, Flammen gehen hoch, Blut fließt auf die Erde. Das ist so schrecklich. Also passt wie nicht kann, zusammen. Nein, das Wort Heiligtum, Heilige Krieg, diese zwei Wörter, Heilige und Krieg, das passen nicht zusammen. Krieg ist nur eine Notlösung. Wenn man seine Eigentum, sein Leben, seine Ehre, seine Glauben zu verteidigen, hat Allah jedem Mensch das Recht zu geben, dass er kann sein Leben, seine Familie, sein Land, seine Ehre zu verteidigen. Das ist eine Notlösung. Sonst, Heiliger Krieg, also das ist eine Kombination, das haben wir beerbt und gehört von Christentum. Das hat, dieser Heilige Krieg hat mit dem Islam nichts zu tun. Das ist ein typischer christlicher Ausdruck. Weil die Christen haben Kriege geführt, und der Papst hat auch Waffen gesegnet. Deswegen sagen wir, kämpfen, die Kreuzzüge zum Beispiel, wir kämpfen in die Wege Gottes.
Der Islam hat diese Dschihad genannt oder Qital genannt. Mhm. Dschihad ist ein allgemeiner, großer Begriff. Okay. Aber Qital ist nur ein Teil. Dschihad heißt kämpfen, anstrengen, etwas Gutes zu erreichen. Das kann man mit seinem Geld machen, mit seinem Reichtum machen. Man kann damit seine Seele reinigen. Es gibt viele Varianten, viele Wege, Dschihad zu machen. Mhm. Aber Qital ist nur ein Sorte, also ein Teil. Ein kleiner Teil, ja. Und dieser kleine Teil ist nur notwendig, wenn man angegriffen ist. Mhm. Und ich sage Ihnen, der Heilige Koran hat ganz klare Vorbedingungen gelegt, wann ein Qital notwendig ist. Der Heilige Koran hat wunderbar in einem Ayah, in einem Surah, hat vier Bedingungen gesagt. Mhm. Der Heilige Koran hat gesagt, "Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu." Die erste Bedingung ist, dass sie sind angegriffen worden. Yuqataluna. Yuqataluna heißt, "Uzina lillazina." Erlaubnis ist erteilt diejenigen, "Uzina lillazina yuqataluna." Yuqataluna, dass sie angegriffen wurden. Mhm. Sie haben nicht angegriffen, sondern sie wurden angegriffen. Also sie haben nicht das Recht von sich aus zu beginnen, ja, sondern lediglich beim Angriff. Yuqataluna, sie wollen keinen Krieg führen. Mhm. Sie wollen keinen Krieg, sie wollen nur Frieden. Aber ihre Feinde haben sie angegriffen. Yuqataluna, der erste Krieg. Be'annahum zulimu. Und die zweite Bedingung ist, weil ihnen ist Unrecht geschah. Mhm. Also ihnen ist Unrecht getan worden oder geschieht. Und Allah sieht, dass diese Leute, ihnen ist Unrecht geschehen ist und sie wurden angegriffen. Deswegen Allah hat gesagt, jetzt haben sie das Recht, sich zu verteidigen. Und deswegen, dreizehn Jahre lang, waren die Gefährten des Heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und selbst der Heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurden unter den Händen der Mekkaner, diese Heiden von Mekka, fürchterlich gelitten. Mhm. Sie wurden ermordet, bis zum Tode gequält. Auch die Frauen wurden unter dem Leib schwer verletzt und starben. Ja? Mhm. Kinder wurden getötet. Das war grausam. Und die Gefährten haben immer wieder fragte den Heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oh Prophet, dürfen wir zurückschlagen? Mhm. Dürfen wir jetzt eine Verteidigung, Kampf anfangen? Mhm. Sagte nein, ich bin von Allah noch nicht erlaubt worden. Mhm. Aber dann, wenn die Leute diese Erlaubnis bekommen, nach dem etwa sechs Jahre nach dem Auswanderung, als die Muslime von Mekka nach Medina ausgewandert, dann hat Allah gesagt, jetzt ist euch erlaubt, sich zu verteidigen. Und ich glaube, da ist es sehr interessant und wichtig zu wissen, dass erst nach dieser langen Zeit der Unterdrückung erst überhaupt mit dem Krieg angefangen wurde. Und noch um die Frage zurückzukommen, der Heilige Krieg, diesen Begriff, den findet man nicht in der islamischen Terminologie, sondern wenn überhaupt in der christlichen Terminologie. Herr Safar. Dass im 11. Jahrhundert, als die Kreuzzüge gegen die Muslime geführt wurden, dass damals Papst Urban II. Mit diesem Begriff die Christen dazu aufforderte, gegen die Muslime in Palästina dort vorzugehen und das wieder zurückzuerobern. Mhm. Da erwähnte er auch ein Bibelvers. Mhm. In Joel 4,9 ist das, ich habe es nachgeschlagen, habe es auch heute, wo es tatsächlich heißt, ruft die Leute auf zum heiligen Krieg. Ich beschreibe das ein bisschen, sollen ihre Waffen oder womit sie jetzt angreifen werden, sie sollen diese zurecht machen und dann darin ziehen. Und tatsächlich, die Geschichte beweist das, dass wie Imam Tal das gerade auch dargelegt hat, dass man sie dadurch gesegnet hat, sondern man hat sogar gesagt, dass die jetzt in den Heiligen Krieg ziehen, dass ihre Sünden, das ist ein Loskauf ihrer Sünden auch sozusagen. Ja? Okay. Und so haben sie die Leute mobilisiert. Und man hat gesagt, das ist der Antichrist dort, den sie dort angreifen sollen. Also im Islam ist so eine Vorstellung völlig falsch. Ich denke, dass man vielleicht mit diesem Gedankengut dem Islam auch angefangen hat zu sehen und das dann so halt einfach das Wort auch dort gegeben hat, was eigentlich geschichtlich völlig falsch ist. Sehr interessant. Vielen Dank, Herr Safar, für diese Informationen. Zwei Bedingungen, die übrig geblieben. Ich habe nur zwei Bedingungen gesagt. Bitte, Herr Tal. Das einmal, sie wurden angegriffen. Mhm. Und dann zweite ist ihnen Unrecht geschehen. Mhm. Der dritte hat gesagt, ukhruju min diyarihim. Sie wurden ohne Grund, sie wurden gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Mhm. Ihre Häuser, sie wurden von ihren Häusern vertrieben worden. Ja. Ohne Grund. Aber Grund ist ganz einfach.
قالوا ربنا الله. Ihre Schuld, die einzige Schuld war, sie haben gesagt, unser Herr ist Allah. Hm. Und hier steht, dass ihnen ist ihre Religionsfreiheit beraubt worden ist. Hm. Das heißt, der Heilige in diesem Koranvers, es gibt vier Bedingungen von Dschihad, wo Allah erlaubt diejenigen, die diese vier Bedingungen erfüllen. Nummer eins, sie wurden angegriffen. Zweitens, ihnen ist Unrecht geschah. Drittens, sie wurden von ihren Häusern und Heimat vertrieben worden. Und viertens, ihnen ist alle Arten von ihrer Meinung, Religionsfreiheit beraubt worden. Weil Allah hat in diesem Heiligen Koran die einzige Schuld, diese Muslime, die von Mekka verlassen mussten und nach Medina auswandern mussten, die haben gesagt, Rabbun Allah, unser Herr ist Allah. Das war ihre einzige Schuld. Und die Mekkaner konnten das nicht deutlich, dass sie ihr Götzen ablehnen, leugnen. Und sie sagen, nein, es gibt nur einen einzigen Gott. Die Schuld der Muslime war die Glaube an die Einheit Gottes. Und deswegen, sie wurden ermordet, sie wurden von ihrem Heimat vertrieben worden, sie mussten ihre Häuser verlassen. Und ihnen ist sehr, sehr Unrecht geschehen. Deshalb haben Sie sich verteidigt. Vielen Dank für die Information. Liebe Zuschauer, ich möchte an dieser Stelle Sie nochmal verweisen, dass Sie zu dem Thema heute Dschihad Ihre Fragen stellen können. Hier live im Studio. Die Telefonnummer sehen Sie hier unten auch eingeblendet. 069 80 80 4. Ich wiederhole. 069 80 80 4. Rufen Sie uns an und fragen Sie Ihre Frage, wenn Sie bezüglich diesem Thema oder einem anderen zum Islam relevanten Thema eine Frage haben. Rufen Sie an, seien Sie live dabei oder schreiben Sie uns im Internet einfach eine E-Mail unter islamaktuell@mta-tv.de. Dort können Sie auch Ihre Frage loswerden und Ihre Frage stellen. Gut, wir haben einige Informationen bereits über einige Punkte gesprochen bezüglich des Dschihades, Herr Safar. Wir wollen jetzt mal ein bisschen über die einzelnen Formen von Dschihad etwas intensiver eingehen. Das ist relativ, denke ich, interessant zu wissen. Es gibt eine Art von Dschihad, das nennt sich Dschihad bin Nafs, also das Dschihad gegen das eigene Ego. Wir hatten am Anfang bereits schon ganz kurz darüber gesprochen, auch ein paar Informationen. Könnten Sie da noch mal ein paar Beispiele bringen? Also wie sieht das denn, das Dschihad bin Nafs oder das Dschihad gegen das eigene Ego, was ja der größte Dschihad im Islam ist, eigentlich aus? Da gibt es sehr schöne Beispiele. Die Frage, die Sie gerade mich gestellt haben, man hat diese Frage auch dem Propheten Mohammed gestellt. Und da gibt es Überlieferungen, da hat zum Beispiel eine Gefährtin im Heim Propheten Mohammed gefragt, was ist denn der beste Dschihad? Ma afsalul Dschihade. Da sagte der Prophet Mohammed, aqimi salata. Du sollst das Gebet verrichten. Das ist für dich der beste Dschihad. Zu einem anderen Punkt sagte er, dass es Kalimat, das ist ein Wort der Gerechtigkeit, also ein gerechtes Wort in der Sultanin Jairin, vor einem solchen König, welcher sehr tyrannisch ist und auch Unrecht zufügt, vor ihm ein gerechtes Wort zu sprechen, ist der beste Dschihad. Ja? Und dann erwähnte er natürlich auch die Formen, dass man da sich bemüht, sich zu reformieren und sich zu lösen, anzustrengen, auf der Suche Gottes nach vorne zu kommen. Das ist auch eigentlich der Dschihad, wofür der Prophet Mohammed gesandt worden ist. Der Islam ist eigentlich eine Religion, welche den Menschen ermöglicht, sich so weit zu entwickeln in Spiritualität und Gottesnähe, dass zwischen ihm und zwischen dem Schöpfer gar keine Entfernung mehr ist und er mit Gott eins werden kann. Und dieses ganze Streben auf der Suche nach Gott und diese Einheit mit ihm wird als Dschihad beschrieben. Und da fällt mir auch zum Beispiel eine weitere Form von Dschihad ein. Im Heiligen Koran heißt es, wo Gott dem Heiligen Propheten Mohammed sagt, du sollst mit den Heuchlern in Mekka Dschihad machen. Ja, ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqina waghluz alayhim. Zum einen mit den Ungläubigen und dann mit den Heuchlern und sei sehr streng mit ihm. Nun, wir wissen, dass der Prophet Mohammed, als er in Medina gewesen war, dass die Heuchler auf verschiedenster Weise versucht haben, ihn zu verleumden, ihm Schaden zuzufügen, auch unter den Muslimen Unfrieden zu stiften. Aber der Prophet, was war seine Handlung? Er hat es geduldig ertragen. Er hat sie nicht bestraft, sondern er hat darüber hinweggeschaut, in der Hoffnung, sie würden wieder zurückkehren.
zurückkehren. Mhm. Sie würden erkennen, dass dies die Wahrheit ist. Also dieses sich zurückhalten, dieses Geduldsamkeit und nicht aus Wut und Zorn auf andere jetzt so eine Reaktion auszuüben, welche man vielleicht später bereut, das ist auch ein sehr großer Dschihad. Da gibt es eine Überlieferung, da sagt der Prophet Mohammed, dass der Stärkste und der Mutigste unter euch nicht die Person ist, die einem anderen im Streit dazu bringt, dass sie auf den Boden fällt oder obsiegt, in anderen Worten, sondern der Stärkste, der Mutigste unter euch ist jener, welcher sich beherrscht, wenn er zornig ist. Mhm. Also das ist ein Zorn unterdrückt. Ja. Das ist Dschihad. Und das ist so schade, dass dieser Begriff so falsch und fehlinterpretiert wird. Aber die Ursachen, vielleicht können wir sie ja später noch besprechen. Herr Tarek, wie würde beispielsweise so ein Dschihad bin Nafs gegen das Ego in der heutigen Zeit aussehen? Ja. Als praktisches Beispiel für die Zuschauer, die sagen, würde ich jetzt Dschihad bin Nafs jetzt in 2014 sehen? Ja. Es ist so heutzutage, weil der Heilige Koran gesagt, ich beschwere bei der Seele des Menschen und ihre Vollendung. Das heißt, Allah hat die Seele des Menschen oder der Mensch als Nafs komplett und Vollendung, also sehr vollkommen geschaffen. Und Allah hat den Menschen sehr schöne und sehr gute Fähigkeit gegeben. Diese Fähigkeiten, ja, was Allah uns damit Allah uns geschaffen hat, also die Allah Gott, der uns diese Fähigkeiten geschaffen hat, diese Fähigkeiten verwenden für die Wohlfahrt seiner Mitmenschen ist auch Dschihad. Weil was das ist, Dschihad bin Nafs, nehme ich an, wenn ich sehr starker Mann bin, ich habe körperliche Stärke, ich muss immer dabei sein, wenn ich sehe, dass eine alte Dame oder ein schwacher Mann hat Gepäck. Ja, zum Beispiel in unserem Alltagsleben, da muss ich ihnen helfen. Ja. Beim Einsteigen, wenn ein Stug einsteigt, habe ich 100 Mal gemacht, ich habe sehr viele Leute geholfen. Sie haben Gepäck, sie konnten es nicht ertragen, ihre Koffer ein bisschen hochzustellen. Ja. Das sind meine körperliche Sachen. Oder wenn ich sehe, dass jemand also gestritten und ihm geschlagen und der Mann konnte sich nicht verteidigen, da muss ich immer unterstützen und sagen, stopp jetzt. Wenn die jetzt schlägt ihn, dann würde ich dich schlagen. Ja. Ja? Also ich meine, im Alltagleben, wenn man sieht, dass jemand kann man sagen, von einem schwachen Mann, zum Beispiel wenn ich sehe, dass eine Frau oder ein Mädchen ist belästigt worden oder vergewaltigt worden oder jemand tut etwas Falsches, ja, dann muss man, kann man sagen, Zivilcourage. Zivilcourage ist auch eine Art der Dschihad. Man muss hingehen, mutig sein, sagt, du machst falsch. Und ich lasse euch das nicht so tun in unserem Alltagleben. Nicht weggucken, nicht weglaufen, sondern mutig dort sagen, nein, das ist falsch, du machst falsch. Und ich lasse dir das nicht tun. Das ist auch eine. Dann, meine Fähigkeit ist zum Beispiel, wenn ich hochgebildeter Mensch bin, ich habe immer, ich muss meine Bildung dann verwenden für die Wohlergehen, für die Wohlfahrt meiner Mitmenschen. Ich sage, es gibt die Menschen, die kein Geld haben. Sie können nicht studieren, sie können nicht in die Schule gehen. Da biete ich meinen Service, meine Dienste, sage, kommen Sie zu mir, ich unterrichte Sie kostenlos. Lesen, schreiben, irgendein Fach, Hausaufgabe zum Beispiel, das wird alles kostenlos. Das ist auch ein Jahr, dass ich habe meine Fähigkeiten verwenden, ich habe meine Zeit geopfert, für die Wohlergehen des Mitmenschen. Also das ist ein riesiger Bereich und diese kleine Bemühungen, was wir geben, etwas Gutes zu erreichen, etwas Gutes zu machen für die Mitmenschen, das ist die verschiedene schöne, kann man sagen, Arten von Dschihad. Sehr interessant. Kann man das, Herr Safa, Sie wollten noch was ergänzen? Da fällt mir ein sehr schöner Vers aus dem Koran ein. Ja, bitte. Da heißt es, dass über die Gläubige Yufsiruna ala anfusihim. Das sind diese, die andere über sich selbst vorzugeben, ihr Recht verzichten für andere, walaukana behim khasasa. Und obwohl sie selbst eigentlich sehr bedürftig sind und sehr hungrig sind. Ja?
Also sie ist für andere Menschen sich selbst aufopfern. Sehr schön, ja. Das ist zusammengefasst eigentlich auch diesen Kampf, diesen Zustand zu erreichen. Das ist auch, was im Koran heißt, dass ein vollkommener Gläubiger jener ist, dessen Handlungsweise mit diesem Geist geprägt ist, dass es heißt, Ita'izil Qurba. Dass er mit seinen Menschen so verfährt, wie ein Verwandter, wie eine Mutter mit ihrer Tochter oder mit ihrem Sohn ist. Sie hat gar keinen Gedanken an irgendeinen Lohn oder irgendeine Vergeltung oder irgendeine Belohnung. Sie, über die Nächte ist sie wach für ihn, sie sorgt für ihn, sie gibt ihren Schlaf auf, ihre Kraft gibt sie, damit er wächst und selbst Kraft findet. Mhm. Also das ist eine Handlung, wie ein Muslim in der Gesellschaft sein muss mit seinen Mitmenschen. Sehr interessant. So gibt es, um dort direkt anzuschauen, Herr Safa, euer auch ein Dschihad, das Spenden im Wege Allahs. Auch das ist eine Art von Bemühen, von sich anstrengen. Vielleicht können Sie da noch ein paar Punkte dazu sagen. Das ist sehr interessant, was Sie gerade erwähnt haben. Und weil im Heiligen Koran, wo Dschihad erwähnt wird, auch dieses Dschihad mit Nafs, mit seinem Leben, wenn wir die Verse analysieren, dann werden wir feststellen, dass es immer, dass Gott eine bestimmte Reihenfolge dort beibehalten hat. Das heißt immer, die Dschihad machen, bi amwalihim wa anfusihim. Also dieses mit Leben oder dieses, oder in anderen Worten jetzt, diese Verteidigungs-Dschihad mit dem Schwert, ist immer an zweiter Stelle. An erster Stelle ist immer dieses Dschihad mit dem Vermögen. Ja. Also das zeigt uns zum einen auch, dass dieser Dschihad etwas ist, was kontinuierlich jeder Muslim machen muss. Und das andere war eigentlich zeitrangig auch, wo dann gewisse Umstände gewesen sind, wie das Imam Tariq das gerade erläutert hat, wo diese vier Gründe und so weiter. Richtig, ja. Und dieser Dschihad ist eigentlich ein Bestandteil eines jeden Gläubigens. Es heißt im Heiligen Koran, dass ihr wahre Rechtschaffenheit niemals erlangen könnt, solange ihr nicht von dem spendet, was euch am liebsten ist. Und zudem heißt es in einem Vers, dass bei den Gläubigen in ihrem Vermögen ist schon ein fester Bestandteil für die anderen, für den Fragenden. Und sie sehen dies auch als etwas, was von Gott ihnen anvertraut worden ist, aber sie selbst kein Besitz eigentlich, die nicht die wirklichen Besitzer sind. So ist dieser Geist eigentlich etwas, was immer in einem Gläubigen auch wachgehalten wird und wodurch er auch sich selbst reinigt und erläutert. Ja, dieses Selbstlose, sich von den Sachen zu lösen, die einem lieb ist, diese befähigt Menschen auch in Spiritualität, auch in Moral zu wachsen. Und das überträgt sich natürlich auch in andere Verhaltensweisen auch. Das bleibt ja nicht nur dort stehen. Ein solcher Mensch wird dann nicht als ein Egoist handeln. Und wenn er dann lernt, für andere Menschen was zu geben, ist klar dann, wenn er auf die Straße geht, dass da jemand hilfsbedürftig ist, dann wird er seine eigene Aufgabe beiseite legen und dann dort zu eilen. Also das ist, was ein Muslim eigentlich auch prägen muss und gefordert wird, dass er es in sich entwickelt. Herr Tariq. Ich möchte auch mal sagen, über die Dschihad bin Nafs, es ist so, dass Allah hat im Heiligen Koran gesagt, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid das beste Volk, aber nur mit einer Bedingung. Hervorgebracht für die Wohl der Menschheit. Ja? Und einmal, Abdullah bin Umar sagte, er hat Sahabi, er war ein Kind, Knabe vor 12 Jahren gewesen. Er saß mit dem erwachsenen Sahaba, mit dem Heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eine Frage geworfen an den Anwesenden. Er sagt, ein gläubiger Muslime, mit welchem Baum kann man ihn vergleichen? Alle waren ruhig. Sie konnten nicht warten. Erstaunt. Erstaunt, ja. Und dann dieses kleine Kind hat gesagt, in meinem Kopf die Gedanken gesagt, dass sehr, sehr weinig der Dattelbaum. Der Dattelbaum. Aber er sagt, ich habe verzichtet, ich habe mich geschämt, dass ich bin klein Kind und so große Leute, Gelehrte sitzen und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beim Ehrfurcht konnte ich nicht sagen. Später, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gelächelt und gesagt, das ist der Dattelbaum. Und sagt, oh mein Gott. Ich wusste diese Antwort und wenn ich dir gegeben hätte, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam würde sich freuen. Warum Dattelbaum? Warum kann man einen gläubigen Muslim mit dem Dattelbaum vergleichen? Ja, diese Frage. Weil Dattelbaum ist ein Baum, wie jedes Teil von diesem Baum ist für die Nutzen zum Gunst des Menschen immer angewendet, verwendet. Ihr Stamm ist benutzt für die Dachbedeckung. Ihre Blätter und ihre Zweige
werden auch benutzt für die Korb zu machen, also die Araber machen Korbe. Mhm. Auch Frucht, Dattel, ist sehr vitaminreich und leckeres Frucht. Und auch ihre Kern ist gerieben worden und manche Medikamente benutzen. Mhm. Es gibt kein einziger kleinster Teil von diesem Baum, die nicht für so einen Guten, für die Menschen nicht benutzt wurden. Mhm. So sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alle Fähigkeiten, alles, was ein gläubiger Mensch besitzt, seine alle Fähigkeiten ist für die Wohl der seiner Mitmenschen. Mhm. Ja, und das hat er gesagt. Zum Beispiel die Leute haben gesagt, was sagt der Islam über Organspenden? Ich sage, erlaubt, gut, warum nicht? Ja. Organspenden, ja, das, wenn ich sterbe, sage okay, meine Augen, mein Herz, mein Leber, also wenn jemand braucht, da bin ich immer bereit. Nach dem Tod meine irgendwelche Organe zu spenden. Warum? Weil damit kann man vielleicht ein Leben retten. Hm. Blut spenden zum Beispiel. Ja? Das ist eine, wissen Sie, der gläubige Mensch ist jemand, der ständig bereit ist, immer rund um die Uhr, mental, er ist bereit, Menschen zu helfen. Hm. Mit ihrem Geld, mit ihren Fähigkeiten, körperliche Fähigkeiten, mit ihrer Bildung, mit allen Mitteln. Er ist immer bereit, die Mitmenschen zu helfen. Im Dienste der Menschheit. Sehr gut. Vielen Dank, Herr Tarek. Wir werden auch gleich noch über einige Punkte sprechen, vor allen Dingen über die Kritikpunkte, die gegenüber diesem Begriff trotzdem immer wieder mit dem der Begriff auch angegriffen wird. Das machen wir allerdings gleich, liebe Zuschauer. Wollen vorher uns eine Umfrage anschauen, was unser Redaktionsteam gemacht hat und die Leute gefragt hat. Denn, wie ich schon bereits gesagt habe, eingehend, dass der Begriff bei den Leuten doch irgendwie negativ hängen geblieben ist und es eben nicht so verstanden wird, wie wir es heute hier an verschiedenen Punkten angesprochen haben, sondern es wird oftmals negativ aufgenommen. Und da hat sich unser Redakteur Soeb Nasir mal auf den Weg gemacht und einige Bürger gefragt, was sie denn unter dem Begriff Dschihad verstehen. Ich glaube, da gibt es ein kleines Problem mit der Technik. Ist kein Problem, das kriegen wir gleich wieder hin. Die Umfrage können wir uns gleich nochmal angucken. Wollen dann einfach mal weitersprechen, verehrte Gäste, über die Kritikpunkte, die über diesen Begriff Dschihad verknüpft werden. Wir haben vorhin bereits über einen weiteren Punkt oder eine Art von Dschihad gesprochen, Herr Tarek, was Sie erwähnt hatten mit diesen vier Formen des Krieges. Es gibt ja eben diesen Krieg, der erlaubt ist, aber halt eben nur unter diesen vier Bedingungen, die Sie bereits aber auch angesprochen haben und klargestellt haben. Nur wenn diese Bedingungen erfüllt werden oder wurden damals zu Zeiten des Heiligen Propheten, darf man sich verteidigen. Trotzdem gibt es einen ganz interessanten Kritikpunkt, den der Papst, der Vorgänger von dem jetzigen Papst, Papst Benedikt XVI., in seiner Rede damals, als er hier in Deutschland in Regensburg war, gesagt hat. Und zwar sagt er, friedliche Lehre, also kein Zwang im Glauben im Koran, okay, aber das war halt eben nur so lange, sinngemäß ist dieses Zitat, solange eben der Islam ich sag mal, noch nicht in Macht war. Sobald eben aber der Prophet Mohammed Macht bekommen hatte, Frieden und Segen Allahs sein auf ihm, dann wurde eben doch zum Schwert gegriffen und diese Kriege geführt, Herr Tarek. Ich glaube, das ist vollkommen falsch. Mhm. Der erste Krieg, was der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam geführt hat, das war Schlacht Badr. Mhm. Und die Zustand der Muslime war so schwach, die Muslime waren so mittellos und so hilflos, 313 waren die Muslime. Das waren die normale Bürger. Sie waren keine trainierte, erfahrene Soldaten. Mhm. Unter ihnen waren viele, die keine Waffen hatten, keine Schwerter, keine Lanze. Unter ihnen waren auch zwei Jungs, zwei Kinder, die vielleicht Moabers und Moas, ja. Mhm. Und die Leute waren so klein und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Leute, die Mekkaner, die waren erfahrene Soldaten, sie waren 1000, gut bewaffnet, sie haben Pferde und alles, was man für einen Krieg braucht. Aber die Hilflosigkeit, die Mittellosigkeit der armen 313 Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ließ jeder Mensch, das weiß jedes Kind, der islamische Geschichte gelesen hat. Mhm. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war kein mächtiger König zu dieser Zeit, als er die erste Krieg geführt hat. Mhm. Badr zum Beispiel. Ja? Ja. Er war keine
keine mächtige Politiker, wo er Tausende, Abertausende Soldaten hat und viel Geld und viel Waffen, gar nicht. Richtig. Der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat die ganze Nacht geweint und gebetet und hat gesagt, oh Allah, oh Gott, wenn diese kleine Gruppe, die einsetzen für die Einheit Gottes auf dieser Erde, wenn diese morgen, also das heißt in der Nacht, einen Tag vor der Schlacht von Badr, der heilige Prophet hat so viel gekümmert, so viel geweint, bis der Abu Bakr Siddiq, das ist seine beste Freund, gesagt, O Prophet, stopp, hört auf, Allah hat dir viel versprochen. Inshallah, wir werden unsere Feinde besiegen. Ja? Mhm. Er hat ihn viel getrost, aber der heilige Prophet Muhammad hat so viel geweint und war sehr unberuhigt und hat immer sehr besorgt und gesagt, oh Allah, diese kleine Gruppe, die ich geschafft habe, die an mich geglaubt haben, die sind so schwach. Wenn diese Gruppe ermordet wird, jeder Einzelne, dann würde ihre Einheit auf dieser Erde nicht durchsetzen konnte. Mhm. Dann hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hat nicht gekümmert um die Leben ihrer Gefährten, sondern seine Hauptsorge war die Einheit Gottes. Mhm. Dass die Einheit Gottes wird überall auf dieser Erde herrschen soll. Okay, ja. Und das waren die Mittellosigkeit, dass alle Orientalisten, ja, von kann man sagen, die Feinde des Islam sind, mhm, die verstehen, wie schwach waren die Muslime, als sie die erste Schlacht Badr gekriegt haben. Mhm. Deswegen diese Vorwurf und Kritik, ach, der heilige Prophet war in Mekka schwach, dann nach Medina hat er die Stärke genommen, war sehr stark geworden. Viele Leute haben gesagt, die Gemeinde ist gewachsen, deswegen hat er so gemacht, so was, das ist vollkommen falsch. So nicht, alle drei, mhm, alle Kriege, Schlacht Badr, Schlacht Uhud, mhm, und Ghazwa Ahzab, diese Ahzab. Also der Koran sagt, wie ängstlich und wie besorgt war der heilige Prophet und seine Gefährten. Hm. Wir können über die Kriege gleich nochmal sprechen, Herr Safa. Kommt gleich auch nochmal das Thema zurück zu sprechen. Ich höre gerade, dass die Matz bereit ist bezüglich der Umfrage. Die schauen wir uns ganz kurz nochmal an, weil ich denke, das ist sehr interessant, sich nochmal die Meinungen der Zuschauer bzw. der Bürger einzuholen, was die denn über Dschihad denken. Und dann wollen wir gleich nochmal im Detail gucken, was denn die anderen Kriege zu bieten hatten. Und dann können wir nochmal sprechen, ob inwieweit dieses Argument richtig war, dass der Islam eben nur dann zur Gewalt gegriffen hat, als sie auch die Macht hatten, oder ob dieses Argument nicht unbedingt aussagekräftig ist. Aber jetzt erstmal, liebe Zuschauer, gucken wir uns noch mal die Umfrage an und hören uns an, was die Bürger auf der Straße über Dschihad denken. Liebe Zuschauer von Islam Aktuell, wir befinden uns hier jetzt in Frankfurt auf der Zeil und wir werden gleich eine kleine Umfrage zum Thema Dschihad im Islam durchführen. Was denken die Menschen über den Begriff Dschihad? Sind sie eher positiv eingestellt oder doch eher negativ? Schauen wir mal, was unsere Passanten dazu zu sagen haben. Was verstehen Sie unter dem Begriff Dschihad? Ja, ich dachte, das war ein heiliger Krieg, ja, von Muslims gegen alles, was in ihren Augen nicht gut ist. Ja, so viel, was wir im Westen machen, ist in ihren Augen nicht so gut, denke ich. Ja? Und verstehe ich auch. Nichts gegen den Islam selber, aber gegen die Religion, also der fanatische Glaube, der gehört abgeschafft. Ne, also es kann ja jeder seinen Gott haben, wie er es möchte, aber nicht so auf die Art. Dschihad, dieser Syrienkrieg und diese Aufhetzerei, das ist blinder Fanatismus, das ist wie mit unseren Neonazis in Deutschland, das ist blinder Hass. Ich verstehe nicht, dass man Krieg braucht, um seinen Point zu bestätigen oder zu unterstreichen. Ja. Normal müssen die Leute sich gegenseitig lieben. Dieser Islam und das Christentum heißt eigentlich, seinen Nächsten zu lieben und sich nicht zu töten. Und der richtige Islamist, der wird nie seinen Gegenüber töten wollen, weil das ist pure Liebe, Glaube. Ich weiß nicht, ja, das ist verrückt. Also, ich halte sehr wenig vom Heiligen Krieg. Jeder, der versucht, mit Gewalt andere von seiner Meinung zu überzeugen, mit physischer Gewalt, hat offensichtlich keine gute Argumentationsgrundlage. Also wenn man versucht, irgendwie jemanden, wenn man sich sicher ist, dass man eine gute Meinung hat und dass die auch den Menschen wirklich weiterhilft, dann sollte man das versuchen, auf jeden Fall durch eine intellektuelle Diskussion zu überzeugen und sozusagen die Menschen zu bilden und damit zu erreichen, dass Veränderung geschieht, nicht durch Gewalt. Das funktioniert nicht.
Liebe Zuschauer, dies waren einige Meinungen zum Thema Dschihad im Islam. Wir haben viele interessante Antworten bekommen und man hat gesehen, dass es doch eher negative Antworten gab und die Menschen mit dem Begriff Dschihad doch eher etwas Negatives verbinden. Nun gehen wir zurück zu Salan ins Studio. Einiges auch mit dem Negativen verbunden und dann können wir mit der Diskussion eigentlich direkt weitermachen. Also wir hatten vor der Umfrage bereits darüber gesprochen, über die Kriege, die auch, wie gesagt, zum genommen werden, um über diesen Begriff negativ zu denken. Ja? Vielleicht können Sie da weitermachen, wo wir vor der Umfrage bereits beendet haben. Wie sahen die anderen Kriege aus? Hat man tatsächlich, als man mächtiger wurde, dann eben zum Schwert gegriffen oder nicht? Herr Safer. Ja, danke schön. Schauen Sie, in der Tat, wenn man ein bisschen eingelesen ist und die Geschichte kennt, dann ist das wirklich so ein Mythos, so etwas zu behaupten, was eigentlich überhaupt gar keine Realität hat. Mhm. So viele Aussagen gibt es von Islamwissenschaftlern, von Orientalisten, die keine Möglichkeit ausgelassen haben, den Islam irgendwie Schaden zuzufügen, mhm. aber die dennoch dieses Statement und so die Wahrheit begründet hatten, mhm. dass diese Vorstellung, dass der Islam kriegerisch durch Gewalt verbreitet worden ist, überhaupt gar keinen Fuß hat. Mhm. In der Tat, wenn wir den Koran untersuchen, auch die Geschichte im Heiligen Koran, ist der Gemütszustand der Muslime beschrieben worden. Es heißt in einem Vers, Kutiba alaikum al-qitalu wa huwa kurhul lakum. Euch ist nun dieser Krieg anbefohlen worden, mhm. wobei es euch überhaupt nicht gefällt, sondern sehr stark missfällt. Mhm. Ein Gläubiger kann sich niemals vorstellen, jemand anders auch ein bisschen weh zu tun. Aber wenn es dann so weit gekommen ist, wie das Imam Tab gerade erklärt hat, mhm. dass die Muslime 13 Jahre lang in Mekka verfolgt worden sind, mhm. welche Möglichkeit haben sie dann? Sie wandern aus, möchten Ruhe und Frieden haben, mhm. sind dann in Medina. Was passiert dann dort? Sie lassen sie immer noch nicht in Ruhe und marschieren nach Medina, um 430 Kilometer fast entfernt von der vorherigen Stadt und möchten die ganzen Muslime auslöschen. Hm. Und dort ist auch ein weiterer Unterschied. Dort hat es einen Staat gegeben. Der Prophet Mohammed Sassam hatte dort den Pakt von Medina geschlossen, okay. und war gleichzeitig auch der Staatsoberhaupt. Das heißt, dass er dann nicht mal eine Einzelperson gewesen ist, hm. sondern dort wurde der Staat angegriffen. Und in einer solchen Situation, wo der Staat angegriffen wird, wo die Existenz in Gefahr ist, wenn jemand uns dann mit Waffen begegnet, würden wir Rosen zurückschlagen? Ja. Sie hat gar keine andere Möglichkeit, als sich zu wehren. Und dieses Wehren war genau so, als wenn ein kleiner Junge gegen einen riesengroßen, gewachsenen und starken Bodybuilder antreten würde. Ja. So war die Konstellation, wie jetzt heute ein schwaches Land aus dem dritten Land mit dem stärksten, mächtigsten Land der Welt jetzt hier einen Krieg führen würde. Das ist Selbstmord. Deswegen heißt es im Heiligen Koran, dass wo euch jetzt der Krieg befohlen worden ist, Gott verspricht euch, euch zu helfen. Mhm. Und das haben wir auch gesehen. 313 auf der einen Seite, 1000 auf der anderen Seite. Im nächsten Jahr sind sie wiedergekommen. Das ist die Schlacht von Uhud gewesen. Da waren sie 3000. Und die Muslime waren 700. Auf der anderen Seite waren 700 berittene Soldaten. Die Muslime hatten nur 100 Reittiere gehabt, mhm. und nur zwei Pferde. Ja. Was ist dort passiert? Sie sind wieder nach Medina gekommen. Die Muslime waren dort wieder gezwungen, sich zu verteidigen. Mhm. Aber jetzt eine weitere Schlacht möchte ich hier näher ausführen. Dann wird die ganze Situation so klar wie Wasser. Bitte, Herr Sir. Die dritte Schlacht ist die Schlacht von Ahzab. Ja. Es heißt auch die Schlacht des Grabens. Mhm. Im fünften Jahr ist es passiert, dass die Mekkaner in ihrer Blutdurst, die Muslime irgendwie jetzt auszutilgen, mhm. dann auch die anderen Stämme in ganz Arabien mobilisiert haben. Mhm. Sie haben dort ein Feuer entfacht und gegen die Muslime Propaganda gemacht und alles Mögliche, was das Ergebnis gehabt hat, dass in ganz Arabien die Stämme sich gegen die Muslime auf einmal geeinigt hatten. Und dann marschierten sie nach Medina und das waren 18.000 bis 20.000. Hm. In einer anderen Überlieferung sind es 15.000. Auf jeden Fall mehr als 15.000 gewesen. Hm. Wie sah diese Situation in Medina aus? Dort lebten insgesamt nur 3.000 Muslime. Davon Frauen und Kinder und Männer alle eingeschlossen in diese 3.000. Was dort passiert war, was der Prophet Mohammed fragte einen Gefährten, Hazrat Salman Farsi war es gewesen, ein Perser. Er fragte, dass in einer solchen Situation, wie wehrt ihr euch, wie verteilt ihr euch? Er sagte, wir machen häufig einen Graben um unsere Stadt herum, mhm. oder um unser Gebiet herum. Und das war etwas ganz Neues. Jetzt schauen Sie, eine Stadt, die einen Graben um sich gräbt, um sich zu schützen. Was ist das? Ein Angriffskrieg? Ein religiös motivierter Krieg, um den Glauben zu verbreiten, um Menschen zu bekehren? Mhm. Oder ist das die letzte Maßnahme, die eine Person in einer solchen Situation hat, irgendwie... Richtig.
durch irgendwelche Mittel sich noch zu beschützen. Und man kennt das ja, Herr Saffer, auch in dem alltäglichen Leben heute, wenn oftmals mit jemandem gesprochen wird und jemandem mal gefragt wird, ganz einfach, was würdest du machen, wenn du beispielsweise von jemandem mit einem Schwert oder einer Pistole heutzutage angegriffen würdest, was würdest du machen? Er würde sagen, ja, ich würde mich verteidigen. Ja. Ich würde sagen, nichts anderes sagt der Islam auch. Nur wenn du angegriffen bist, darfst du dich verteidigen. Eigentlich, was ganz normal ist in der heutigen Zeit, nur eben, das wird oftmals, weil es falsch von vielen Leuten praktiziert wird, falsch dargestellt. Ganz kurz noch, bitte. Einen ganzen Monat belagerten sie das. Mhm. Und letztendlich geschah es, dass solche Ereignisse stattfanden und sie hatten ein böses Omen genommen und waren dort weggegangen. Das war der Zustand. Jetzt möchte ich nur ein kleines Beispiel geben, wie die Kriege ausgesehen haben. Was das für ein Dschihad war. Es ist in einer Überlieferung, dass eine Schlacht war mit Banu Saqif. Das war ein Stamm. Und die hatten verloren und der Prophet Mohammed hatte, die Gefangenen waren dort. Und als der Prophet an einem vorbeiging, sagte er, O Mohammed, ich werde Muslim, lass mich frei. Nun, dieses Bezeugen würde doch ausreichen. Das Ziel wäre ja erreicht, wenn er nur Muslim werden sollte. Ja. Die Antwort des Propheten Mohammed ist so eindeutig und klar, was dieses Thema angeht. Er sagte, hättest du, bevor du überhaupt festgenommen wurdest, bevor du in den Krieg gezogen warst, hättest du dort das gesagt, dann hätte diese Aussage dir was genützt. Aber jetzt nützt sie dir nichts. Hm. Ja? Das zeigt doch eindeutig, dass das nicht der Zweck gewesen ist. Richtig, sehr interessant. Vielen Dank, Herr Saffer, für diesen Punkt. Liebe Zuschauer, ich möchte an dieser Stelle ganz kurz, weil wir eben über Papst Benedikt XVI., dem Vorgänger von dem jetzigen Papst, gesprochen haben, wo die Rede in Regensburg auch erwähnt, seine Rede in Regensburg erwähnt und den Kritikpunkt. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat hat eine sehr ausführliche Antwort darüber gesprochen und ist in einem Buchform auch vorhanden. Das nennt sich Glaube und Vernunft. Liebe Zuschauer, das kriegen Sie im Online unter www.verlagderislam.de. Dort können Sie dieses Buch bei Interesse nachlesen und sich informieren. Da wird das, wie gesagt, nochmal richtig klargestellt und eingeordnet, was denn tatsächlich war in der Geschichte des Islams und inwieweit diese Aussage vom Papst eben richtig zu ist. Und wie gesagt, Glaube und Vernunft, liebe Zuschauer, das möchte ich Ihnen an dieser Stelle nahelegen. Apropos Buch, Herr Tarek, ganz kurz, weil die Zeit uns auch ein bisschen davonläuft. Wir versuchen ja durch diese Sendungen und einigen anderen Aktionen immer wieder den Leuten klarzustellen, was eigentlich Dschihad ist. Nun wünscht man sich ja auch, dass viele Leute von klein an am besten schon richtig in die richtige Bahn gelenkt werden. Und dafür ist eine gute Basis die Schule. Da allerdings ist uns aufgefallen bei der Recherche für diese Sendung, Herr Tarek, dass ein Buchverlag, Klett beispielsweise, ein Buch herausgibt, für Achtklässler gedacht. Und dieses möchte ich gerne zitieren. Dort ist ein Satz erwähnt und dort heißt es, wenn ihr im Krieg mit den Ungläubigen zusammentrefft, dann schlagt ihnen die Köpfe ab, bis ihr in ihr eine große Niederlage angerichtet habt. Die für Allahs Religion kämpfen und sterben, wird Allah beglücken und ins Paradies führen. So steht es dort in diesem Buch für Achtklässler gedacht. Das ist natürlich gar nicht das, was eigentlich der Koran bzw. der Islam predigt, Herr Tarek. Wie kann man so eine Situation oder so eine Sache einordnen? Ich finde, das ist eine große Gefahr, dass die jungen Leute, ihre Gehirn werden so vergiftet und ihre Gedanken werden so, wenn die jungen Leute so vergiftet werden und sie halten immer Abstand von Islam. Und es ist leider so, dass in unserer Zeit auch gibt es die muslimische Brüder, die immer mit Gewalt etwas erreichen wollen. Ja, in Afghanistan, auch heutzutage manche Leute in Pakistan, in Ägypten, in Syrien, da gibt es Bürgerkriege, da gibt es Auseinandersetzungen, obwohl das keine religiöse Kriege sind. Aber sie sind muslimische Länder. Und wenn in einem muslimischen Land, obwohl es eine reine politische Sache, Ausschreitungen gibt, oder irgendwelche Probleme gibt oder Beunruhigung gibt, ja, oder Proteste gibt, da Leute sagen, guck mal, das sind die Muslime und Muslime vielleicht führen Krieg oder sowas, ja. Aber leider ist es so, dieser falsche Begriff, Dschihad, Tötung, Blutbad, Gewalt, heiliger Krieg im Islam, das ist so festgeklebt im Kopf. Wir müssen dagegen sehr viel Aufklärungsarbeit machen. Mhm. Also in diesem Buch, was die Schüler von 8. Klasse lesen, das ist so
ich würde sagen, das ist sehr, sehr große Gefahr, weil sie müssen, die Kinder muss erklärt werden, wann der Islam erlaubt den Muslimen, sich zu verteidigen. Hm. Und islamische Kriege waren eine reine Verteidigungskrise. Und ohne irgendwelchen Zusammenhang einfach dieses Zitat einfach im Unterricht schreiben. Ja. Und wissen nicht, es gibt sehr viele Bedingungen, dass der heilige Prophet Muhammad Islam, also ich würde sagen, der Gott des Islam ist barmherzig und gnädig. Der Prophet Muhammad ist die Rahmatul Alamin, Barmherzigkeit für die Menschheit. Islam heißt Frieden, ja. Und dann der heilige Prophet hat viele Friedensverträge, also Verträge abgeschlossen. Er hat auch die Christen und Juden und andere Gläubigen Glaubensfreiheit gegeben. Er wollte immer Frieden haben. Er hat alles versucht, Frieden auf dieser Erde zu schaffen. Ja, das wird nicht erwähnt. Ja. Nur ein Paragraph oder ein Zitat oder eine Seite, wo nur Islam so dargestellt. Islam ist militant. Islam ist ein nur eine Religion, der immer mit Waffengewalt etwas tun, erreichen will. Und das Gefährliche, Herr Tarek, an der Sache ist dann, dass dann eben, Sie sprechen von jungen Leuten, dass junge Leute dann eben entsprechend dann auch motiviert sind, in einen bestimmten Krieg zu führen, weil sie denken, das ist genau das, was der Islam von uns will, und sind motiviert. Wir haben einen Experten gefragt, der sich beispielsweise eine Abzweigung im Islam, Sie kennen das, ist der Salafismus. Auch der wird oftmals mit dem Dschihad oder Terrorismus, sage ich mal, in Verbindung gebracht, gerade in Deutschland. Ja. Wir haben einen Experten gefragt und gesagt und ihn gefragt, inwiefern das denn richtig ist, dass diese Abzweigung auch mit dem Dschihad oder Gewalt was zu tun hat. Er hat sich auf diesem Gebiet beschäftigt. Das ist der Herr Sukni aus Osnabrück, an der Universität Osnabrück. Und mit ihm haben wir vor der Sendung bereits ein Telefoninterview gemacht, liebe Zuschauer. Und das möchten wir uns einmal anhören und seine Meinung zu dieser Thematik mal anhören. Ja. Würde Sie, Herr Sukni, bitten, ein allgemeines Weltbild in Bezug zu dem Thema Dschihad zu präsentieren. Wie nehmen Sie das wahr? Wie wird der Begriff Dschihad heutzutage Ihrer Meinung nach verstanden oder dargestellt in der gesamten Welt? Ja. Also der Begriff Dschihad spielt jetzt verstärkt wieder eine Rolle im Zusammenhang mit dem Syrienkrieg, weil ja in diesem Zusammenhang auch berichtet wird in den letzten Wochen und eigentlich in den letzten Jahren seit dem Beginn der Arabischen Revolution und dem Ausbruch in Syrien. Der Begriff Dschihad hat vorher natürlich auch eine Rolle gespielt, spätestens seit dem 11. September hört man diesen Begriff, wobei damals eher der Schwerpunkt auf den Begriff Terror gefallen ist oder Al-Qaida. Und der Begriff Dschihad nicht so im Vordergrund stand, wie er heute ist. Das liegt wohl auch daran, dass aus Europa, auch aus, speziell aus Deutschland selbst, viele junge, motivierte, sage ich mal, Muslime selbst in den Dschihad jetzt gezogen sind nach Syrien. Und dadurch das Thema Dschihad auch den Deutschen hier viel näher geworden ist als damals. Woher kommt es aber dann, Herr Sukni, dass doch in der Moderne dann die Leute trotzdem immer wieder den Salafismus in die Runde schmeißen, wenn es um das Thema Dschihad geht? Ja, weil der Zusammenhang zwischen Dschihad und Salafismus ja viel präsenter ist, sage ich mal, in der Öffentlichkeit. Also um einfach mal darzustellen, womit wir es zu tun haben. Also es gibt, also man spricht momentan von drei Gruppen, also drei dominanten Gruppen in der Salafia, also auch hier in Deutschland. Das wäre erstens der sogenannte puristische Salafismus. Also das sind Muslime, die sehr, ja, wenn man sagen will, sehr religiös, sehr stark religiös und leben und versuchen ihr Leben auch wirklich nach dem auszurichten, wie es am ehesten dem frühen Islam entspricht. Das heißt auch in der Kleidung womöglich, lange Bärte vielleicht, was auch immer. Das sind sehr religiöse Menschen, die sich auch Salafisten oder Salafiten als Salafiten bezeichnen. Okay. Diese Menschen sind, also richten ihre Religion auch stark nach dem aus, was in Saudi-Arabien auch gängig ist. Mhm. Also der sogenannte wahhabitische Islam spielt da eine ganz wichtige Rolle. Mhm. Was man da aber unbedingt beachten muss, ist, dass diese Gruppe eigentlich unpolitisch ist. Das heißt, diese Gruppe ist eigentlich, wenn man die beobachten würde, würde man feststellen, dass es eben diese Gruppe ist, die am stärksten gegen die dschihadistischen Gruppen predigt und auch ständig veröffentlicht. Im Internet gibt es verschiedene Diskussionsforen, wo eben diese Gruppen gegeneinander antreten und sich gegenseitig absprechen, den wahren Salafismus zu vertreten. Das heißt, wenn wir pauschal von
dem Salafismus sprechen würden, dann würden wir dieser ersten Gruppe, die ich jetzt genannt habe, Unrecht tun, weil es eben diese Gruppe ist, die wir eigentlich, mit denen wir arbeiten könnten, wenn es darum ginge, ein anderes Verständnis von Dschihad unter den Muslimen zu streuen. Okay. Weil diese Gruppe sich, wie gesagt, davon distanziert, politisch aktiv zu sein, gegen einen Staat, der, also erstens gegen den Staat aktiv zu sein, weil sie der Ansicht sind, wir stehen in einem Vertrag mit dem Staat und als Vertragspartner, den Vertrag darf man nicht brechen. Und dass es keine Legitimation gibt für den Dschihad, wenn der Herrscher nicht aufruft zum Kampf. Ne? Also Dschihad ist ja nichts anderes als ein Militäreinsatz. Und wenn keine Autorität einen Militäreinsatz befiehlt, stehe es keinem zu, selbst in den Dschihad zu ziehen. So, diese erste Gruppe, das ist die unauffälligste Gruppe, weil diese Menschen die Religion größtenteils privat praktizieren und ausüben. Die zweite Gruppe, auf die ich gerne eingehen möchte oder muss, ist die Gruppe, die uns vielleicht eher auffällt, nämlich die sogenannte politische oder missionarische, salafitische Richtung, die auffällt durch die Da'wah-Arbeit. Das heißt, man würde es als Missionierung übersetzen. Das sind halt die Leute, die vielleicht Infostände auf der Straße haben, möglicherweise den Koran verteilen, einladen zum Islam, wie man so schön sagt. Aber selbst diese Gruppen sind nicht wirklich gefährlich, weil auch unter denen erstmal die Religion im Vordergrund steht. Das heißt, man könnte schon sagen, natürlich haben die einen Sendungsauftrag, also sie wollen schon missionieren auf eine Art und Weise, den Islam den Leuten näher bringen. Manche wollen auch nur aufklären, das heißt, nicht jeder, der an so einem Infostand steht, ist auch selbst unbedingt streng gläubig praktizierend, aber er möchte trotzdem ein besseres Bild vermitteln und hat sich deswegen diesen Ständen angeschlossen. Ne? So, der Übergang jetzt, kann man sagen, von diesem Drang aufzuklären oder von diesem Drang, dem Islam was Gutes zu tun, indem man rausgeht, da sagt man, könnte es einen Übergang geben von diesem, verbalen Kampf für den Islam hin zum möglicherweise zum Gewalt, zur Gewalt mit der Waffe. Ne? Das wäre dann die Steigerung. Aber diese Personen oder dieser Personenkreis von Salafiten, die diese Steigerung wirklich durchleben, das ist eine Minderheit. Und die salafitische Szene an sich ist eigentlich eine kleine Gruppe im Verhältnis zum Rest der Muslime. Und die Gruppe an gewaltbereiten Salafiten ist nochmal eine kleinere Minderheit. Gut, wunderbar. Vielen Dank, Herr Sugli. Das war es auch schon mit dem Telefoninterview. Ich bedanke mich, dass Sie die Zeit gefunden haben und verabschiede mich wie bei Ihnen mit den islamischen Grüßen. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Das war das Interview mit Herr Sugni, was wir im Vorfeld geführt haben. Und ich glaube, das war ganz wichtig, um einfach mal Informationen zu bekommen und so ein bisschen die ganze Thematik richtig einzuordnen. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer Sendezeit, Herr Imam Basitarek, Herr Tarek Zafar. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie so informative Antworten gegeben haben, weil das, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, in der heutigen Zeit dieses Thema zu verstehen. Und ich glaube, man müsste wirklich viel mehr auch darüber sprechen, damit den Leuten klar ist, was das eben bedeutet. Liebe Zuschauer, für heutige Zeit habe ich gerade gesagt, der heilige Prophet Mohammed, Frieden singen lassen, sein auf ihm, hat damals bereits angekündigt, dass es zu einer Zeit einen verheißen Messias oder mein verheißen Messias kommen wird, der eben, wenn die Leute oder Muslime den Islam nicht mehr richtig verstehen, er den Islam wieder richtig wiederbeleben wird, ihn von den Abkrustungen wieder zum Original quasi führen wird. Und wie er, der Gründer der Ahmadiyya Muslim Jamaat, der verheißene Messias, seine Heiligkeit Mirza Ghulam Ahmad, über die Thematik von Dschihad denkt, das möchte ich Ihnen ganz kurz sagen zum Abschluss unserer Sendung. Er sagt, seine Heiligkeit sagt, Islam hat niemals Zwang befürwortet. Wenn der heilige Koran, die Bücher der Ahadis und die historischen Berichte sorgfältig untersucht werden und man sie so weit wie möglich studiert und ihnen Aufmerksamkeit schenkt, ist man gebunden, zu der positiven Schlussfolgerung zu gelangen, dass die Beschuldigung, der Islam erlaubte den Gebrauch des Schwertes zur Verbreitung der Religion, schamlos und absolut unbegründet ist. Dies ist in der Tat nur die Ansicht, die von jenen vertreten wird, die den heiligen Koran oder die Traditionen oder die Verantwortungsvollen der islamischen Geschichtsschreibung nicht ohne Vorurteile studiert haben. Aber nicht nur das. Einige sind sogar so weit gegangen, dass sie Lügen erfunden haben und ohne Hemmungen unbegründete Angriffe erheben. Ich weiß,
dass sich schnell die Zeit nähert, wenn jene, die nach Wahrheit hungern und dürsten, deren Betrug durchschauen. Kann eine Religion als eine Religion des Zwanges beschrieben werden, wenn ihr heiliges Buch, der Koran, kategorisch den Gebrauch von Gewalt zur Verbreitung des Glaubens verboten hat? So sagt der heilige Koran, es soll kein Zwang sein im Glauben. Das sagt der verheißene Messias, seine Heiligkeit Mirza Ghulam Ahmed, der den Islam der heutigen Zeit wohl am besten verstehen sollte, so der heilige Prophet Mohammed, Frieden und Segen Allah sein auf ihm. Und damit, liebe Zuschauer, sind wir auch schon am Ende unserer Sendezeit. Bleiben Sie uns verbunden im Internet, wie gesagt, unter unserer E-Mail-Adresse islamaktuell@mta-tv.de oder bei Twitter können Sie uns über die ganze Zeit hinweg verbunden bleiben. Ganz kurz noch der Verweis zu unserer nächsten Sendung. Das wird der 16. April sein, 18 Uhr, wenn es wieder heißt Islam aktuell. Für heute, liebe Zuschauer, verabschiede ich mich bei Ihnen mit den islamischen Grüßen. Assalamu alaikum, Friede sei mit Ihnen.